Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ein neues Update ist erschienen. Wir befinden uns in der 0.49. Ich befinde mich im Hauptmenü, da kann man schon mal sehen, wann das nächste Update kommt. In über 10 Tagen müssen wir hier ein paar Stunden zurückrechnen, wenn die Folge dann raus ist und so. Falls ihr das top aktuell guckt, muss man ja nicht top aktuell gucken. Kann man ja auch ein bisschen später gucken. Aber das kommt dann ziemlich schnell. So, der Grund, warum wir schon hier starten, da kann ich euch das nochmal kurz zeigen. Wenn man ein New Game jetzt startet, kann man den Schwierigkeitsgrad auswählen. Das hier ist empfohlen, der normale Spielmodus. Es gibt den schweren Spielmodus. Stronger Enemies, Tougher Survival und Peaceful. Und bei Continue steht jetzt, was man da so gewählt hat. Habe ich ja meine zwei Speicherstände. Unser ist zum Beispiel normal. Und wenn man jetzt den heftigen Schwierigkeitsgrad einstellt, also den harten, dann verunreinigtes Wasser zieht 20-fachen Schaden, normalerweise ein, gibt nur 50% Flüssigkeitsaufnahme und Kältegeschwindigkeit ist dreimal langsamer, Kälteschaden dreimal heftiger, Aufwärmegeschwindigkeit 50% langsamer. Das ist zum Beispiel unter anderem, wenn man hart auswählt. So, sind wir hier wieder in unserem Häuschen. Und jetzt gibt es neue Höhlenzeichnungen an manchen Höhlenstellen. Also haben wir wieder was zu tun in den Höhlen. Ein aufzunehmendes Containerteil ist eingebaut. Es gibt neue Storyfotos, die Orte zu versteckten Gegenständen zeigen, um die Welt und speziell in Höhlen eingebaut. Da gibt es irgendwie rote Farbe. Einmal um die Welt und in Höhlen eingebaut. Vielleicht finden wir das, weil die kann man verwenden, um Gegner abzuschrecken oder von ihnen angebetet zu werden. Das hört sich ja irgendwie interessant an. Dann besteht die Möglichkeit, friedvollen, normalen oder heftigen Schwierigkeiten. Ach ja, genau. Das habe ich ja schon gesagt. Ich bin auch so schlau. Ja, zu Gegnern und Tieren. Die Geschwindigkeit ist von Tieren erhöht. Wie auch die Rate mit der Lurche. Oder die Rate, meine ich. Vor der Spielfigur weglaufen. Also, die laufen jetzt schneller weg. Na gut. Wir sind ein bisschen flinker. Bomben lassen sich nur auch an Kästchen anbringen. Ich weiß gar nicht, was ein Kästchen genau ist, welches das jetzt ist. Höhle 8, das ist das Gegner-Layout aktualisiert. Ja, dann zum Gameplay. Fehler mit Fleischstücken, die nach dem Braten und nachfolgenden Verzehr die Hungerwerte nicht veränderte, behoben. Haben wir auch schon mal was gegessen und sind gar nicht satt geworden. Zerstörte Kästchen werden mitgespeichert. Oder sind das die Laptops oder so? Weiß ich nicht. Leicht nach oben gezogene Kameraansicht im Inventar, um weiter nach oben liegende Gegenstände besser zu sehen. Das ist mir schon aufgefallen, das sieht jetzt so aus. Kann man die oben das tatsächlich besser sehen, ja. Manchmal nicht aufzunehmende Speere nach dem Werfen behoben. Zum Beispiel, wenn diese in einen Stein landen. Achso, wir haben ja auch schon mal unseren Speer verloren, ne? Ja, das Schwierigkeitsgrad wird nun im oberen Bereich der Speicherstandanzeige dargestellt. Habe ich ja schon erwähnt. Der Spielfigur nicht folgender konstanter Schnee im nördlichen Areal behoben. Gut, da sind wir jetzt im Moment nicht. Und na gut, wenn es schneiden, soll es ja um einen rum auch schneiden, ne? Wandwaffen und Waffenhalter nehmen nur noch Waffen zur Lagerung an. Munition hinzugefügt und auch in Höhlen aufzufinden. Das ist interessant, da können wir auch nochmal alles gucken. Dann gibt es ja jetzt immer den speziellen Punkt Gebäude. Blaupausen können ab nun nur fertiggestellt werden, wenn sich die Spielfigur nicht im Gebäudebereich befindet, um zu verhindern, dass man hängen oder stecken bleibt oder beim Floß in die Luft geschleudert wird. Dann hat sich einiges geändert mit dem Medizin- und Nahrungsstand, wurde mit einem kleinen und großen Nahrungsstand ersetzt, der es ermöglicht auszuwählen, welches Objekt man über die Rotationstaste ablegen möchte. Der Fellhalter wurde überarbeitet, sodass auch dieser das neue Lagersystem benutzt und somit jeder Platz für jedes Fell über die Rotationstaste benutzt werden kann. Können wir alles nochmal gucken. Wandwaffen und Waffenhalter wurden überarbeitet, sodass diese das neue Lagersystem auch benutzen, um jegliche Waffe über die Rotationstaste ablegen zu können. Einfach keine bewusste Erstauswahl wird die aktuell gehaltene Waffe abgelegt. Okay. Der Trockenständer wurde überarbeitet, sodass dieser Platz für jedes Stück Fleisch zum Trocknen vorsieht. Da habe ich eben schon so ein bisschen geguckt. Aber ich... Ja, den kann ich ja noch hinterhin machen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt eigentlich da auch hingeht. Den kannst du equippen, aber...
Das nützt mir ja nichts. Da habe ich ja nur ein E. Da kann ich ja nur die anderen Dinger hier aufsammeln. Ich glaube, das kleine Generic Meat kannst du normalerweise. Kann man da immer noch nicht raus draufpacken, obwohl es anders anhört gerade, ne? Naja, Blaupausen, Ausleser von Böden und Dächern gingen nun eher konform mit den sichtbaren Modellen, was verhindert, dass Gebäude der neuen Systeme nicht vervollständigt werden können, wenn man sich darunter befindet. Also, wir machen wieder viele Kleinigkeiten, aber ich habe das Gefühl, es sind gar nicht mehr so viele Bugs. Ja, leicht neu positionierte Auslöser für große Nahrungshalter, um zu verhindern, dass Gegenstände in der dritten Reihe nicht zugänglich sind, wenn man sich nahe daran befindet. Ja gut, von da hinten, da komme ich auch ran. Ich komme hier ran, da kommt da ran. Kann ich mehrere auswählen, theoretisch. Ich kann die wieder. Arm collected generic meat. Dies zu collect. Ich kann da hier ein bisschen umdrehen. Das haben wir ja, glaube ich, schon. Man kann die ja, wie gesagt, wieder aufnehmen. Was hab ich denn noch? Ach, den Arm. Getrockneten Arm hänge ich auch nochmal auf. Den kannst du trotzdem aufhängen und so und mitnehmen und wie man will. Ja, technischen, grafischen und soundmäßigen Firmenluge bei roten Lagercontainern hinzugefügt. Dann wurde an der Performance ein bisschen geschraubt, Auftreten exzessiver Kopfinformationen nach dem Laden von Speicherständen mit einer hohen Anzahl an Gebäuden behoben, was bis zu 50% CPU-Leistung über mehrere Minuten gekostet hat, sobald der schwarze Ladebildschirm verschwand. Sowas ist immer gut. Fehlendes Symbol für Stöcke bei großen Floß eingebaut. Ich weiß nicht, ob das hier damit gemeint ist. Ach so. Gut, ja, das hatten wir, glaube ich, nicht, weiß ich nicht. Oder auch beim Bauen hatten wir das auch nicht. Bei dem Multiplayer ging das wohl auch nicht zu rudern zu zweit, das ist jetzt auch behoben, unter anderem. Das fällt mir noch ein. Also im Multiplayer haben die auch diesmal nicht viel gemacht. Ja, nicht zusammenpassende Materialien bei nicht gefällten Bäumen verbessert. Symbolposition bei Gärten getauscht und Rotationssymbol ersetzt. Ja, nicht abspielende Zonen beim Platzieren von verbrannten Fleisch behoben. Okay. Wuschzong beim Zuführen von Fleisch an Feuerstellen und Aufhängen von Fleisch am Trockenständer eingebaut. Aber wohl, das habe ich jetzt. Haben wir das auch gehört hier? Das ist, glaube ich, der Wuschzong einfach. So nennen die das hier wohl. Naja, auf falscher Ebene befindliches Symbol des Pfeilkorbs behoben. Alle Rotationssymbole gegen Tauschsymbole ausgetauscht, ausgenommen Gebäuderotation. Okay. Neue Aufnahmesymbole für Katana, Bogen und Speer. Weiß gar nicht, wo man einen Bogen finden kann, weiß ich nicht. Kann man eigentlich nur craften. Aussehen von Wolken und Himmel bei Nacht verbessert, speziell wenn bewölkt. Da können wir auch nochmal drauf achten. Ja, was kann ich denn allgemein mal? Ich muss mir das so ein bisschen abhaken, damit ich nicht durcheinander komme hier mal eben. Das. Ja, okay. So, wir haben doch auch. Was kann man hier denn noch machen? Okay. Das ist ja das. Ist jetzt anders eigentlich. Das war doch irgendwie so, ne? Storage. Large Kabinett, Small Kabinett. Das ist jetzt so, genau. Das ist nämlich nicht rückwirkend, habe ich, glaube ich, gelesen. Dann will ich den nicht mehr haben hier. Dann mache ich den kaputt. Da habe ich noch ein bisschen was gemacht. Beschädigt, aber jetzt ist es wieder gut. Ja, dann können wir hier auch zwei Gebäude machen. Was war das immer? Das einmal für Medizin, einmal für Nahrung. Jetzt heißt das Small und Large. Welches Objekt man über die Rotationstaste ablegen möchte. Okay. Kostet 6 und kostet 9. 8 meine ich. Das ist ja immer noch so. Das ist ja diese Rotationsgedöns. Den machen wir mal hier hin. Da brauchen natürlich einige, das machen wir ja alles so nebenbei mal eben. Wo ist denn noch? Der Fellhalter haben wir ja auch, ne? Wandwaffen und
Waffenhalter haben wir noch nicht. Das können wir auch irgendwo hinbauen. Und ich nehme auch nur noch Waffen an, ne? Wo haben wir den hier? Das ist der Weapon Rack, ja. Explosives Holder, der hat das. Weiß nicht, ob der das System auch schon hat. Und war das nicht auch bei den Armor Rack? Nee, ne? Nee, davon habe ich nichts gelesen. Da kannst du ja eh auswählen, ne? Muss mal ein bisschen was gucken, so. Gegner sind angeschaltet. Die können ja nicht überall kommen. Hier ist das System ja eh so, aber wir haben ja gerade nichts. Was war nochmal mit dem Pfeilhalter hier? Mit den Pfeilen? Auf falscher Ebene befindet sich Symbol des Pfeilkorbs behoben. Aber das sind alles Knochensachen, ne? Wir haben gar keinen Pfeilkorb. Ist alles gefüllt hier. Wie sieht das hier aus? Wir haben immer noch ein Dings hier, ne, wa? Wow, und einen Baumstamm haben wir hier noch drin, okay. Hier ist alle verwaist, wa? Hier ist gerade nichts gewachsen. Ja, bei den Garten, was war nochmal bei den Garten? Rotationssymbol gegen Tauschsymbol ausgetauscht. Das ist ja allgemein. Was war jetzt nochmal speziell beim Garten? Man muss natürlich immer so ein bisschen lesen. Symbolposition bei Gärten getauscht und Rotationssymbol ersetzt. Gut, aber im Moment kann ich hier nichts machen. Hier ist auch alles wie gehabt. Das kann ich ja, das haben wir alles nur rangebracht. Das könnte ich mir nehmen hier. Unsere Rüstung. Das funktioniert noch alles hier, ne? Na gut, mehr oder weniger, denke ich mal. Ja komm, den Baumstamm kann ich mal eben nehmen. Explosive halte. Würde das hier auch hinpassen, so thematisch? Naja, geht so, ne? Skin weg, Armor weg, das haben wir ja draußen. Das würde eher draußen hinpassen, ne, eigentlich. Eigentlich eher hier so. Ja, Pfeile haben wir nicht, brauche ich im Moment nicht. Weapon weg mache ich dann mal. Kann ich auch schon gleich fertigstellen. Kann ich auch nicht. Ist auch nicht größer oder so. Okay, wie funktioniert das denn nun? Ganz normal wahrscheinlich. Und das ist der Fellhalter, ne? Warte, ich nehm mal so ein paar auf hier. Fellhalter, dass dieser das neue Lager sind und somit jeder Platz für jedes Fell über die Rotationstaste benutzt werden kann. Ist das auch der Fellhalter? Ist ja Skin. Muss ja das sein. Weil kann ich auch nur die da reinmachen und die da rein und das da rein. Puh, weiß ich auch nicht. Und da kannst du ja. Aber hier Rotationstaste sehe ich da nicht. Hier sehe ich eine. Oder was steht da? Ach so, zeige dir gar nicht an, aber kann ich machen. Ist das denn hier auch so? Ich kann hier kein R drücken. Aber da jetzt ein anderes? Nee, habe ich auch nicht dahin geballert. Weiß ich nicht. Aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel das ablegen.
Was denn das? Das sind die beiden. Ich nehme die mal lieber wieder auf, du. Ja, okay. Das Katana könnte ich auch ablegen. Hier kann ich alles drehen. Ich kann die Tennisschläger sogar hier hinpacken. Die Dings. Kannst hier alles wählen. Obwohl hier gar keine R-Taste angezeigt ist. Aber das ist dieses komische Symbol. Aber dieses komische Symbol sehe ich da ja nicht. Aber wenn ich noch einen Skin wegbauen würde. Na, wenn, dann haben wir den eben schon mal. Dann ist das eben so. Das ist hier halt so ein richtiges Lagersystem. Wobei ich jetzt noch ein paar Sticks brauche. Okay. So, was war jetzt nochmal mit den Gärten? Ich komme von 100 ins 1000, so wie immer. Quotationssymbol ersetzt. Da ist dann auch dieses komische Symbol drauf. Die kann ich ganz normal alle wegballern da. Das Rotationssymbol sieht es anders aus, okay. Nur bei den, wenn man Gebäude dreht, dann sieht es aus, dass es sich dreht, ne? Zeit, dass sich was dreht. Die ballere ich ja ganz normal dahin. Hier weiß ich nicht, ob da gerade, ich hoffe, da wächst was. Zehn brauche ich ja mal eben. Kann ich hier immer noch was? Aber hier kann ich, sehe ich das Symbol gar nicht. Obwohl, ja, das ist natürlich toll. Aber kann ich da? Ich kann da überall das Ding reinballern, theoretisch. Und wenn ich dann jetzt ein anderes noch nehmen würde. Achso, dann macht er das. Dann kann ich... Ich kann das alles durcheinander machen. Achso. So, das muss man erstmal verstehen, ne? Könnte man machen, man kann das hier aufhängen, wie man will, aber okay. Ach übrigens, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, am 14.12. diese Metalltür, da öffnet sie sich. Also, da wird vielleicht die Story vollendet. Okay, jetzt wurde also alles ein bisschen überarbeitet. Hatten wir noch was? An Kleinigkeiten, Symbol-Sound, ja. Symbolposition, ja. Bei den Garten. Genau, alle Rotationssymbole gegen Tauschsymbole ausgetauscht, ausgenommen Gebäuderotation, ja. Das steht, bei den einen steht es eher in dem Bereich, in den anderen steht es in dem Bereich, muss man erstmal gucken, ne? Okay. So, Medizin und ein kleinen, ach, das müssen wir auch nochmal eben gucken gleich. Wir erstmal das alles machen. Dann nehme ich mir. Ach, ich könnte ja auch noch was essen, ne? Den kann ich auch noch hinballern. War das nicht so gut oder was hier? Was ist los? Oh, der wird immer fetter oder was? Was war hier für ein komisches Symbol eben? Hä? Und ich hatte hier so ein E und dann hatte ich das. Ich hätte das auch irgendwie hier gehabt, ne? War so ein kleiner Bug oder so, weiß ich nicht. Was ist denn da jetzt?
Ich hab doch gar nichts. Das ist ja komisch. Ich wollte nur das Ding hier nehmen. Hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen weitermachen. Bei Zeiten. Noch ein bisschen Licht in die gute Stube hier. Ich mache immer alles kaputt so. Ich wieder mit meinen Sticks einsammeln hier, ne? Ich kann auch nicht anders. Aber es geht auch immer relativ schnell und dann machen wir das immer. Aber jetzt haben wir keine mehr, so. Aussehen von Wolken und Himmel bei Nacht verbessert, okay. Der werden bewölkt. Es müsste jetzt bewölkt sein, ne? Okay, sieht das so aus. Ich hoffe, das kommt bei YouTube auch mal so gut rüber. So sieht der Himmel bei Nacht jetzt aus. Bewölkt ist es ja. Allgemein sind die Wolken so ein bisschen überarbeitet. Ich versuche immer auf alles gleichzeitig zu achten. So, oder auf, hallo, hä, wo bin ich? Mehrere Dinge, aber das ist natürlich nicht so leicht. Wo sind die ganzen? Da. Aber irgendeinen vermisse ich hier. Hallo? Mr. Baumstamm, wo sind Sie hin? Man weiß es nicht. Da. Und da, okay. Habe ich denn da schon wieder kaputt gemacht? Da passt, glaube ich, keiner mehr, ne? Oh, der nimmt immer noch diese Scheiße auf. Sollte das eigentlich nicht schon wieder nicht sein? Also wieder zurückgeändert, dachte ich, weiß ich nicht. Die können ja schon mal mitnehmen. Wir brauchen auch genau 13 und da sind noch jetzt genau 11 drin. Plus 2 macht 13. Aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich gehe gleich nochmal pennen und alles. So kann man hier so gut reinlaufen. Trinken, zack. Damit kann man immer noch nichts anderes machen, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Kalt ist uns auch, naja. Schlafen kann ich übrigens nicht. Na, ist ja toll. Da müssen wir wohl eine Nachtschicht einlegen, aber das geht in der nächsten Folge sofort weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.